Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich bei dieser Folge wieder sehr und ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist, um mit mir und den Herausforderungen von meinem Gast zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und heute habe ich endlich jemanden zu Gast, den ich schon ganz lange einladen wollte und schon lange selber beobachte. Und zwar aus folgendem Grund, weil sie so unglaublich viel Lebensfreude versprüht und ihre Arbeit ohne den berühmten erhobenen Zeigefinger macht. Und ich habe mir auch schon den einen oder anderen Impuls von ihr in mein Leben reingeholt und das tut mir persönlich sehr gut. Und das möchte ich mit dir teilen. Sie ist in meinen Augen die Ordnungsexpertin und sie arbeitet da, das Ganze ergänzt sie. Sie ist nämlich auch zertifizierter ganzheitlicher Coach. Das heißt nämlich für mich, sie weiß wirklich, was sie tut und wie ich es für mich umsetzen kann. Ein Satz auf ihrer Homepage, der hat mich besonders angesprochen. Da steht nämlich ganz dick und fett, jetzt kommt Ordnung in dein Leben. Und wenn du jetzt neugierig bist, wer mein Gast ist, dann verrate ich es dir jetzt. Heute ist bei mir die ja wundervolle Ursula Kittner. Liebe Ursula, herzlich willkommen. Ich freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit nimmst und ja, in meinem Podcast zu Gast bist. Hallo, liebe Kerstin, ich freue mich sehr über diese Begrüßung. Och, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Magst du vielleicht am Anfang noch zwei, drei Sätze zu dir sagen, was vielleicht jetzt meine Zuhörer über dich noch wissen sollten? Ja, ich bin die Ordnungsexpertin. Ja, tatsächlich, ne? Ich heiße ja tatsächlich mit meiner Webseite so und ich fühle mich auch so, muss ich mal sagen. Ich fühle dich auch so. Nicht, dass es da draußen nicht ganz so viele andere gibt, aber ich bin eher so die, ich gucke nicht nach links und rechts, was machen die anderen, machen die das besser oder schlechter. Ich bin einfach ich mit dem, was ich tue und damit, ja, ich fühle das dann auch so, ne? Meine Arbeit besteht ja hauptsächlich daraus, für den Kunden nach Hause zu gehen, um mich um Papierkram zu kümmern und alles, was man sich so zwischen Keller und Dach vorstellen kann. Und ich habe relativ schnell gemerkt, das geht gar nicht ohne Ordnung, auch im Inneren. Und dann kam eben auch meine Coaching-Ausbildung, weil ich so den Wunsch hatte, auch meine Kunden da anders zu begleiten nochmal. Und das finde ich einfach ganz spannend. Inzwischen arbeite ich ja auch vermehrt online und bin ganz überrascht immer wieder selber, wie gut Ordnung online funktioniert. Ja, das stimmt allerdings. Das hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können. Wenn du da schreibst, jetzt kommt Ordnung in dein Leben, was bedeutet das für dich? Was steckt für dich persönlich dahinter? Bei vielen fängt es wirklich an, Ordnung im Außen schaffen zu wollen. Die wissen gar nicht unbedingt, was im Inneren so los ist. Die haben diesen Zusammenhang erstmal nicht. Mhm. Und die Resonanz, die ich dann hinterher bekomme, was das auch rundum verändert, dass das für mehr Klarheit sorgt im Leben oder dass plötzlich beruflich einiges in die Reihe kommt, was lange, lange, lange anders war, wo sie nicht so genau wussten. Also, dass da einfach wieder Raum ist für andere Dinge des Lebens, die eigentlich erstmal im Außen ja die wichtigeren Dinge sind, dass der Job läuft, dass das irgendwie in der Partnerschaft gut läuft, mit den Kindern die Beziehung gut ist oder auch mit den Eltern, ne? Sowas dann, das kommt einfach so. Da bewegt sich dann viel. Und das finde ich so was Spannendes, dass es wirklich nicht nur einfach, ja, ich räume jetzt auf und schmeiß mein überflüssiges Zeug raus, sondern dass es wirklich so, Ordnung kommt ins Leben und zwar in alle Bereiche. Ja, sehr schön. Das heißt, den Zusammenhang zwischen Ordnung im Außen und Ordnung im Innen, den gibt es wirklich. Ja, absolut, ja. Auch wenn man das erstmal gar nicht so glaubt. Ich glaube, viele fangen auch so an, also entweder erstmal Ordnung im Außen zu schaffen und bemerken. Ja, ich glaube, an der Stelle müssen wir kurz mal einem stoppen, Ursula. Ich habe nämlich deine Antwort gerade nicht gehört. Ja, wir hatten eben schon mal ein kleine Lücke. Oh nein. Ich stelle die Frage einfach nochmal und du antwortest nochmal, ne? Ja, da also, war eben so eine lange Pause. Da habe ich schon gedacht, hörst du mich jetzt noch? Ja, oder so? Genau. Also ich habe dich nicht gehört. Das hatten wir eben schon mal. Das lasse ich einfach so drin. Das war nur kurz. Aber eben habe ich den gesamten Antwortsatz nicht gehört. Nein. Ich mache einmal so für mich, dann sehe ich das. Genau. Also, gibt es denn wirklich einen Zusammenhang zwischen Ordnung im Außen und Ordnung im Innen? Ja, absolut. Das ist das, was man im ersten Moment oftmals gar nicht so denkt oder zumindest die den Wunsch haben, ich habe zu viel Krempel, ich muss da mal ein bisschen was dran tun. Die dann anfangen, Ordnung im Außen zu schaffen, stellen irgendwann fest, dass es
auch in andere Bereiche des Lebens ausstrahlt, möchte ich mal sagen. Und dass plötzlich beruflich vielleicht manche Dinge in die Reihe kommen oder dass ich schon lange überlege, wie ist das mit dem Job, will ich mal wechseln. Solche Dinge ergeben sich dann hinterher. Da kommt einfach so ganz viel in Bewegung. Das kann auch eine Partnerschaft sein, dass sich irgendwie Beziehungen verbessern. Ich finde das ganz spannend und auch so die Resonanz hinterher zu bekommen, was sich da alles so tut und von den Kunden zu hören, das hätte ich nie gedacht, dass das so eine Wirkung hat. Ich finde das ganz großartig. Ja, das ist wirklich großartig. Das könnte ich ja auch ganz gezielt einsetzen. Jetzt haben wir im Augenblick eine, ja, recht, wie ich immer sage, strubbelige Phase, die uns allen, da kann man echt mal generalisieren, die uns allen passiert. Ja. Für viele Menschen herrscht gerade ganz viel Unordnung im Leben, ganz viel Chaos. Könnte ich das jetzt gezielt einsetzen, dass ich im Außen Ordnung schaffe, um im Inneren ein bisschen mehr Ordnung, die, glaube ich, vielen von uns im Augenblick verloren geht, wieder zu bekommen? Auf jeden Fall. Ich sage ganz klar ja, weil das ja natürlich auch das Ding ist, sich mit seinen eigenen Sachen zu beschäftigen. Und ja, ich kann einfach erstmal Dinge sortieren. Ne? Nüchtern, wenn ich immer sage, das ist ein größeres Projekt, da darf es dann mal leicht anfangen. Ich würde nie mit dem Kleiderschrank anfangen und schon gar nicht bei den Menschen, die vielleicht 3 Kleidergrößen haben. Viel zu groß und viel zu emotional. Dann ist sowas alles wie eine Küche besser. Also da muss man anfangen. Und indem es weniger wird in allem, wird der Blick für viele Dinge einfach klarer. Aber indem ich mich mit ja auch Kleiderschrank beschäftige, Bücher vielleicht, irgendwelche Erinnerungsstücke, beschäftige ich mich ja auch immer mit mir, meinem Leben, meinem Wesen, meinem Dasein. Also dieses Kleiderschrankthema ist vielleicht jetzt ein gutes Beispiel, indem ich mich natürlich damit beschäftige und mit meinen 3 Kleidergrößen und wirklich mal zum Punkt komme und auch für mich dann ja in dem Moment Klarheit finde, die Sachen passen mir jetzt 10 Jahre nicht. Wie ist denn jetzt da so mein persönlicher Stand der Dinge? Will ich da wirklich jemals wieder reinpassen? Das sind ja wichtige, essentielle Fragen, mit denen ich mich dann beschäftige. Ja, das ist total spannend. Ganz viel Klarheit in meinem Leben. Also bei vielen Menschen ist das so, da will ich nochmal reinpassen. Und dann komme ich mit meiner Frage, wann soll denn das wirklich sein? Oder dieses berühmte Hobby, was wir alle irgendwann nochmal machen wollen. Und ich sage, in deinen Kalender und guck mal, willst du wirklich am nächsten Samstagabend auf der Couch sitzen und die Socken stricken, wo du das Strickpaketchen hier, gibt es ja immer zu kaufen, ne? 3 Wollknäule, Anleitung, yeah, 30 Euro, ja, haben sie alle zu Hause. Wollte ich gerade sagen, das haben wir alle schon mal gekauft. Wann willst du das wirklich machen? Deine Beschäftigung. Nimm den Kalender und gucke, wann soll das sein? Oder diese berühmten Sachen im Kleiderschrank. Ja, das ziehe ich alles nochmal an und das ist für, ja, ne? Wann denn willst du denn mit dieser Bluse, die du jetzt 8 Jahre nicht getragen hast, wirklich morgen ins Büro gehen? Und diese Fragen sich zu stellen, das sorgt einfach dafür, dass ich mir auch nicht nur die Frage stelle, was ist mit dem Kleidungsstück, sondern das reicht ja viel weiter und strahlt in andere Bereiche aus. Und das ist das Spannende dabei. Ja. Das sorgt nach und nach in einzelnen Bereichen für Klarheit, auch sich wirklich über Erinnerungsstücke, das ist von Oma, will ich behalten, sich zu fragen, wie viel brauche ich denn davon? Brauche ich das wirklich? Brauche ich das, um mich an meine Oma zu erinnern? Mein Vater ist 2011 gestorben und ich habe danach gedacht, also danach das für mich auch so rausgefunden, was brauche ich denn? Für mich ist das ganz klar, ich habe ganz wenig und ich habe ein paar Fotos, aber wie ich immer sage, es sitzt im Herzen und es sitzt im Kopf, in den Gedanken. Das sind so die beiden Bereiche, die ich für mich gefunden habe. Ja, kleine Erinnerungsstücke sind immer nett, irgendwas, wo man auch das haptisch dann wirklich, ne, in der Hand hat. Aber braucht man diese Masse, die wir alle zu Hause haben? Braucht man die? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Kunden, der zu mir kam, weil er genau das Thema Ordnung am Start hat. Also ihm ist in einem beruflichen Feedbackgespräch gesagt worden, dass seine Ordnung nicht so ist wie der Vorgesetzte, wo er sie gerne hätte. Sehr spannend. Ja. Und da haben wir ein bisschen über die Frage philosophiert, was ist denn wirklich Ordnung? Wo fängt Ordnung an? Wo hört sie auf? Wo fängt das Chaos an? Wo hört es auf? Gibt es sowas wie die Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Da tickt jeder Mensch anders, so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse. Ja. Bin ich von fertigen Ordnungssystemen gar kein Freund, dass ich sage, so musst du das machen. Ich komme immer mit der individuellen Lösung und die finde ich im Gespräch mit dem Kunden raus. Ja. Und, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Wenn ich so vom Minimalismus ausgehe, ne, dann haben wir ja so das Bild, ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett und ein Buch und das war's dann.
Genau. Ich sage, ich kann auch Minimalistin sein, wenn ich 2000 Dinge habe. Man sagt ja, im Durchschnitt hat jeder Mensch 10.000 Dinge, von denen wir 80% nicht benutzen, nur die 20%, die sind, ja, benutzen wir dauerhaft und regelmäßig. Und was ist denn mit diesen anderen 80%? Die kann ich eigentlich rauswerfen, aber was sind denn so meine persönlichen 20%, die ich immer benutze? Und für den einen ein Teller, eine Tasse. Und wenn ich aber sage, ich habe 10 Teller, von denen ich abwechselnd esse und das sind meine Lieblingsstücke, ja, dann ist doch alles gut. Dann ist das für mich höchstpersönlich, aber schon eine Form von auch persönlichem Minimalismus. Ja, sehr spannend. Also für mich fängt Ordnung oder hört Ordnung auch erst in dem Moment auf, wo ich das Ganze nicht mehr handeln kann. Wo es mir Zeit raubt, wo es mir Energie raubt, wo ich mich, ja, vielleicht genau die beiden Punkte, wo wenn ich merke halt, ich brauche zu viel Zeit, um mich zu entscheiden, ich brauche zu viel Energie, um irgendwas zu suchen, da merke ich für mich, oh, es ist mal wieder Zeit, Ordnung zu schaffen. Ja. So würde ich es für mich definieren. Gehst du d'accord mit, ne? Ich muss mal gerade den Frosch wegräuspern. Soll ich nochmal klatschen? Das passt schon, das lassen wir so drin. Frösche sind hier erlaubt. Nein. Ja, ich möchte dem genauso zustimmen. Also das ist ein total, ja, das ist sehr individuell. Da tickt jeder Mensch einfach anders. Aber es geht darum, dass ich die Dinge, die ich habe, auch wirklich benutze. Ob ja. viel sind in den Augen des einen oder zu wenig ist im Augen des anderen. Es geht darum, dass ich die Dinge, mit denen ich lebe, wirklich liebe, wie es so schön heißt, und sie einfach gerne benutze und auch im Gebrauch habe. Und dass sie irgendwo in der Ecke rumverstauben und ich mich belastet fühle von den Dingen. Darum geht's. Um ein gutes Gefühl zu haben mit den Dingen, die ich habe. Ja, und wie siehst du das einfach auch im beruflichen Umfeld? Es gibt ja Menschen, die wirken sehr chaotisch. Ich denke für mich immer, soll doch jeder arbeiten, wie er will. Für mich zählt das Ergebnis. Inwieweit könnte denn so ein Ergebnis besser oder schlechter sein, wenn wir alle als Minimalisten unterwegs wären? Gibt es da eine Idee von dir dazu? Also das ist die Frage, die ich mir so stelle. Nur weil ich bei jemandem auf dem Schreibtisch gucke und denke, oh mein Gott, wie findet sich da jemand zurecht? Derjenige, ich sage immer liebevoll, beherrscht aber sein Chaos. Wäre der vielleicht noch besser, noch effektiver in seinem Ergebnis, also oder weißt du, was ich meine, wenn er strukturiert, in Anführungsstrichen strukturierter aus meiner Sicht wäre? Nicht unbedingt, oder? Nee, nicht unbedingt. Auch da ist wieder alles individuell. Wenn der wirklich sich durch sein Chaos durchwindet, ist doch alles gut. Ja. Wenn das wirklich so ist, da kann man sich natürlich an der einen oder anderen Stelle die Frage stellen, würde der vielleicht schneller arbeiten? Oder wenn der aber auch nie Dinge sucht, wenn der in seinem hohen Stapel zack einen Griff und alles hat. Ja, genau das. Ist alles gut. Da kann sich das Umfeld gedanklich belastet fühlen, ne, wenn man das so sieht. Ich musste da gleich in mich hineinschmunzeln, weil ich halt zuletzt in meinem Job bis 2014 3 Jahre gegenüber einen Kollegen sitzen hatte, der völlige Chaot war. Also Schreibtisch voll bis oben hin und also wirklich sehr, sehr, sehr und die Fensterbank ausgenutzt und der Container, die Ablage in die Schränke und unterm Tisch noch die umgekippte Bierflasche vom letzten Feierabendbier und die Müsli-Tüte und der hatte gar keinen Platz auf seinem Schreibtisch zum Arbeiten und so eine alle Ablagemappe, so eine Mappe passte nur zur Hälfte auf seinen Schreibtisch. Ne? Er war aber immer, oh, hier brennt der Baum und dann am Telefon, oh, weiß ich nicht, ob ich das heute noch schaffe. Dann stand er erstmal auf, ging rauchen und Kaffee trinken und war eine Stunde nicht gesehen. Das ist so das Beispiel von, ich bin gedanklich überlastet, weil ich zu viel Zeug sehe. Ja. Für mich so das klassische Beispiel. Und ich wollte so gern bei dem aufräumen, aber ich durfte nicht, er hat mich nicht gelassen. Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass jeder da in den, ich sag mal, so tief, es hört sich jetzt böse an ein Stück weit, aber es muss jeder so tief in den Schmerz reingehen, bis er in Bewegung kommt. Ich glaube, wenn man dann von außen rangeht, ich glaube, jede Mutter kennt das bei Kinderzimmern. Da kann man ja predigen, was das Zeug hält. Und ab einem gewissen Alter, spätestens wenn man einen Teenager zu Hause hat, ist es aus meiner Sicht komplett sinnbefreit, da immer wieder einzugreifen und zu sagen, du musst es doch ordentlich haben. Ich habe einfach bei meiner Tochter immer die Tür zugemacht und habe gedacht, das ist ihr Zimmer, das ist ihr Raum. Genau. Wenn sie sich da drin wohlfühlt, dann ist das ihre Wohlfühlzone. Und wenn ich es nicht sehe, muss ich mich auch nicht aufregen. Das hat wunderbar funktioniert. Sie hat ihre eigene Ordnung, sie kommt damit großartig zurecht. Und die Energie, die wir vorher mal verschwendet haben, um in Konflikt zu gehen, die sparen wir uns jetzt für schöne Dinge. Genau. Ich glaube, so ist es im Arbeitsleben ein Stück weit auch, oder? Ist natürlich schwierig, wenn man so jemanden gegenüber sitzt und selber ein anderes Bedürfnis hat an Ordnung,
und das sehen muss. Aber ich glaube, da muss man dann eher an sich selber arbeiten als an dem Kollegen, oder? Genau, ich glaube das auch. Also wenn wirklich von außen sichtbar ist, dass der Kollege seine Arbeit schafft, der macht genauso pünktlich Feierabend wie ich, der wird gefragt, kannst du mir mal eben den Vorgang geben, zack, der sucht den raus und hat den sofort zur Hand. Dann ist alles gut. Also meine Kollegen haben alle noch mit den Augen gerollt, weil der war ja quasi nie im Büro. Der kam ja morgens schon und war, oh, ich habe so viel zu tun. Der hatte nicht mehr als wir alle. Der war nur einfach chaotisch. Also zu chaotisch in dem Moment, ne? Das war's. Dann kann man eigentlich nur Hilfe anbieten, oder? Also sagen, hier, wollen wir mal zusammen. Hast du gemacht? Ja, habe ich ja. Ja. Und wollte er nicht? Er wollte nicht. Nee. Ich hab gedacht, auch eine andere Kollegin kam, komm, wir machen das mal zusammen oder zu dritt dann. Nee, wollte er nicht. War der Schmerz noch nicht groß genug, ne? Genau. Ja, das ging ja alles noch so irgendwie und hat seinen Job da gemacht irgendwie. Also es ging alles, ne? War auch okay, also vom Ergebnis her, ne? Aber okay. Das war halt einfach, war mehr woanders als an seinem Platz. Und was du eben sehr so spannend. Ja? Mit Zimmer aufräumen, das finde ich, das ist auch ein spannendes Phänomen. Wie oft höre ich das und kriege das ja auch woanders mit, ob das jetzt nur irgendwie in meinen Gruppen ist, in meinen Kursen oder so, dass viele Menschen einfach immer, mach doch mal dies, mach doch mal jenes und tu doch mal endlich und willst du nicht mal. Was irgendwann ja auch in so ein, das wird ja nicht ruhig besprochen, sondern immer so nebenbei hingeworfen, wo natürlich dann auch jeder, das Gegenüber, mit den Augen rollt und boah, lass mich in Ruhe. Gestern habe ich so einen Post gesehen, wo irgendein Ehemann seine Socken irgendwo in die Ecke pfefferte. Lange, lange, lange Kommentare, wie viel Männer was nicht immer alles tun und ja, ganz schlimm. Und dann denke ich, boah, lass sie doch einfach. Auch indem ich genau da eben keine Energie reingebe und verschwende, ist auch in größeren Aufbauprozessen, so kann ich auch immer nur zu raten, nichts mehr sagen, seinen eigenen Teil machen und vor allem nur das eigene machen. Also bei den anderen motzen und bei den die eigenen Sachen nicht in Ordnung haben, ist für mich ein No-Go. Erst das eigene machen, um dann festzustellen, das strahlt ja aus. Und wie oft hört man, dass dann wirklich Kinder kommen mit irgendwas, oh Mama, guck mal, ich habe aussortiert. Hö, Kind sortiert aus? Ja, guck doch mal. Und, ne? Also, dass das wirklich passiert, das finde ich. Da kommt mir sofort wieder eines meiner Lieblingszitate in den Kopf, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Ja, perfekt. Und wenn ich es ordentlich haben will, dann muss ich anfangen. Ich stelle mir auch oft die Frage, wenn ich habe das auch manchmal, dass ich denke so, Mensch, jetzt könnten sie aber mal hier, ne? Also meine Mitbewohner, meine Kinder und mein Mann. Ja. Und dann denke ich immer, gehe ich jetzt in den Konflikt? Und das kostet mich ja auch Energie. Oder nehme ich diese Energie und räume es schnell selber weg. Das klappt zu 90-95% ganz gut, manchmal auch nicht. Mein Learning daraus ist, auch was ich auch immer wieder empfehle, ist, die Dinge anzusprechen, wenn es gut läuft. Und sich einfach mal, wenn alle in einem guten Zustand sind, sich mal hinzusetzen und einfach mal darüber zu sprechen und zu sagen, ich wünsche mir das so und so. So als Wunsch zu äußern. Genau, das ist aber und dann passieren magische Dinge. Genau. Das in Ruhe auch. Ursula, ich würde gerne nochmal zurück zu dem Thema, was wir vorhin ganz kurz hatten. Inwieweit kann Ordnung schaffen, im Augenblick helfen, unterstützen, mit der Situation besser klarzukommen, die wir im Augenblick haben? Hast du so einen Quick- und Dirty-Tipp für jemanden, dem, ich sag mal, im Augenblick vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf fällt, weil die Strukturen, die wir oder derjenige oder diejenige im Augenblick hatte in seinem Leben, ja eigentlich im Augenblick wegfallen. Hast du so einen Quick- und Dirty-Tipp, wo man mal mit anfangen kann, was man tun kann, um sich einfach Ordnung zu schaffen? Und für mich steht Ordnung, also in meiner Definition immer gleich für, also mir gibt Ordnung Sicherheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen auch ist. Hast du da so einen Quick- und Dirty-Tipp von der Ordnungsexpertin? Uiuiui. Uiuiui. Quick und Dirty geht es bei Ordnung ja meistens nicht, ne? Dieses Quick. Ja, guck mal, das ist ja auch schon mal eine interessante Botschaft einfach, ne? Da zu sagen, okay, es geht nicht schnell. Es ist vielleicht ein Stück weit auch ein Marathon und das ist, denke ich, auch ein Stück weit das, was du täglich tust, ne? Nicht diese Einmal-Hauruck-Aktion, sondern das, was du täglich tust. Und das zu wissen und dann auch ein bisschen gnädig mit sich zu sein, zu sagen, okay, es ist ein langer Prozess, bis meine Butze wieder sauber oder ordentlich ist. Auf jeden Fall. Das ist aber auch so ein Ding mit dranbleiben. Vielleicht ist das Quick und Dirty. Einfach dranbleiben. Und von Einheiten auch dranbleiben und sich da selbst seine Routinen schaffen. So wie ich sage, ich mache morgens immer mein Bett. Da kann kommen, was wollen. Ich gehe niemals aus dem Haus, ohne dass mein Bett gemacht ist. Ja. Ja, auch so ein, das kann aber auch so eine Form von Sicherheit geben. Dass so, das Erste, was ich für mich mache, und das tue ich nur für mich, dieses Ding, sich, also wirklich Dinge für sich zu tun. Sachen nur für mich zu tun, gar nicht so sehr im Außen sein. Also gerade jetzt so in der Zeit, ich finde das schwierig, da so den allgemeinen Tipp irgendwie zu geben. Ne? Also man muss für sich seins finden, aber dann auch
sich dazu entscheiden, danach überhaupt zu gucken. Ja. Was kann mir das denn? Wenn es so schwierig ist, einen allgemeinen Tipp zu geben, da bin ich auch absolut bei dir. Das war auch nicht ganz so schlau von mir. Ich bleibe ja auch immer gerne bei mir. Magst du einfach von dir einen Tipp geben, wie du das im Augenblick machst, um Ordnung so ganz allgemein in deinem Leben zu haben, zu halten? Ich suche mir bewusst und schaue darauf auf die positiven Dinge. Mhm. Auf das Positive, was ich jeden Tag sehen kann und entdecken kann, auch in meinem Zuhause oder indem ich aus dem Fenster gucke, irgendwas draußen Schönes sehe, sind ja nicht ganz so viele Menschen gerade unterwegs, einfach für mich was zu finden, was mich so bei mir sein lässt. Hm. Mir Zeit für mich zu geben und mir Zeit für mich zu nehmen und auch bewusst zu schaffen. Also mir dessen einfach auch bewusst zu sein. Ja, wirklich bei mir sein. Und gucken, was brauche ich denn jetzt gerade? Und weniger durch den Alltag hetzen, okay, das bringt es jetzt zwangsläufig mit sich. Vielen fällt da vielleicht auch die Decke auf den Kopf, aber sich dessen auch bewusst zu sein, das ist ja jetzt auch nur vorübergehend. Manchmal denke ich so, oh, wir müssen jetzt alles für immer verändern und alles ist schrecklich. Nein, auch aus dem Schrecklichen erwachsen ja ganz schöne Dinge. Ich bin Fan von, geht die eine Tür zu, geht die andere auf. Das lässt sich eigentlich auf alles im Leben anwenden. Das ist ein schönes Bild. Und auch darauf jetzt, also dann zu gucken, was kann mir denn jetzt einfach mal gut tun bei all den schrecklichen Dingen da draußen, wenn ich die vielleicht auch für mich schrecklich sehe, das, ne, da ist ja auch jeder Unterschied, da hat jeder anderes Empfinden. Was ist denn das, was mir jetzt gut tut und worauf mag ich denn meine Konzentration, meine Energie und mein Augenmerk legen? Und wenn ich draußen mal an meinem Balkonblumen stehe und gerade sehe, wie da ein kleines Bienchen ankommt und sich an meinen Blumen freut, das ist für mich die größte Freude. Gib mir das Herzchen. Sehr schön, ja. Schöne Momente einfach zu schaffen. Mhm. Und offen sein für das, was es da auch zu entdecken gibt. Ich habe nun keine Kinder, also ne, das ist, klar kriege ich das von außen mit, wie ist das, plötzlich sind die Kinder alle zu Hause und das ist natürlich auch für viele dann auch Belastung, plötzlich müssten sie sich damit beschäftigen, aber auch da immer die schönen Dinge und Momente zu suchen, anders kann ich das gar nicht sagen im Moment. Ja, ist aber sehr schön, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und ein ganz wichtiger Tipp, damit umzugehen und wirklich auf das zu gucken, was einem gut tut. Denn wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wir kreieren uns ein Stück weit unsere Zukunft selber und deswegen ist es so wichtig, genau hinzugucken, wo wir unser Augenmerk haben, unseren Fokus haben auf den Dingen, die uns gut tun und davon auch mehr in unser Leben damit holen, denn es ist ja da, es ist ja alles da. Oder ob wir einfach dahin gucken, ja, wo Chaos herrscht, wo es uns nicht gut tut und damit automatisch mehr davon in unser Leben holen. Das ist einfach so. Ne? Also da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, geht unsere Energie hin. Und ich sehe das auch so. Genau. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, ist einfach so. Und deswegen ist es gut, mit seiner Energie ganz bewusst umzugehen. Und das geht in Anführungsstrichen dann ganz leicht, wenn wir einfach darauf achten, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Die flippt gerne immer wieder zurück, weil vom Außen so viel kommt. Das merke ich bei mir selber. Ja. Deswegen ist es aber umso wichtiger, das auch ein Stück weit zu trainieren, ne? Den Fokus da zu haben, wo man ihn haben möchte, wo es einem gut tut. Mhm. Ich glaube, niemand möchte wirklich seinen Fokus da haben, wo es einem nicht gut tut. Also, genau so ist es. Ich glaube, da denken einfach viele gar nicht so drüber nach und gucken immer, was sind die neuesten Infos. Ich bin ein bekennender Nachrichtenverweigerer. Ich auch, Mediendiät. Genau, ich, wenn, dann konsumiere ich ganz gezielt. Mein Freund sagt manchmal, du lebst ja hinterm Mond. Der guckt halt immer Nachrichten. Und ich denke, nein. Ja, aber da ist ja auch schön hinterm Mond, finde ich auch. Ich wohne ja auch da. Wunderbar hinterm Mond. Und dann wirklich gezielt zu gucken. Ne? Gezielt was. Es sind einfach zu viele schlechte Nachrichten auch. Und ich habe das tatsächlich heute Morgen irgendwo gelesen. Man sieht immer nur die schrecklichen Bilder und ne, italienische LKWs, ne? Wisst ihr alle, was ich damit meine? Aber wie viele Menschen geht es dann auch gut und geht es besser und wie viele Menschen sind denn gesund geworden? Damit kann ich auch meinen Fokus drauf legen. Sonst habe ich ja nur noch schreckliche Bilder im Kopf und denke, ich kann da gar nicht mehr rausgehen, sonst, ne? Nicht mal in den Park gehen, sonst trifft es mich auch. Ich mag auch immer die positiven Dinge im Leben haben. Ja, müssen wir auch, weil da haben wir auch einen Einfluss drauf dann, ne? Auf die schlimmen Dinge, auf die wenigsten schlimmen Dinge, die wir sehen, haben wir ja wirklich einen Einfluss. Genau. Also beziehungsweise viele, bei vielen ist es ja so, sie sehen diese Bilder und es macht ihnen Angst, aber es bringt sie nicht immer unbedingt dann in eine Richtung,
wo sie etwas Gutes daraus machen. Ne? Also auch darüber haben wir vorhin gesprochen, es sind immer noch viel zu viele Menschen, zumindest am letzten Wochenende, draußen gewesen. Die gucken sich diese Bilder mit Sicherheit auch an, aber es macht nichts mit ihnen. Es erfolgt nicht die logische Konsequenz, okay, das, was ich daraus ableiten kann, ist, ich bleibe mit meinem Hintern zu Hause. Ne? Ja. Und sorge dafür, dass es nicht bei uns auch so wird. Und von daher denke ich auch oft, okay, Nachrichten gucken ist wichtig oder hören, wie auch immer, aber halt die wirklich, wirklich informativ sind und die, aus denen ich was machen kann, wo ich was beeinflussen kann, aus denen ich was ableite, so würde ich sagen. Wenn genau. Ich mache das seit Jahren. Ja, wenn ich die Bilder sehe, sind die schrecklichen Dinge ja auch schon da. Da kann ich nullstens dran beeinflussen. Genau. Ich kann nur mit meiner Energie, heute ist aber der Frosch da. Ich kann nur meine Energie versuchen, in die richtige Richtung zu lenken. Und das mache ich, indem ich bewusst konsumiere und bewusst mir solche Dinge auch nicht angucke. Ja, ich weiß sie. Also ich habe sie ja gehört, vielleicht im Radio. Radio ist auch immer noch die bessere Variante, finde ich, als Fernsehen in vielen Fällen. Einfach das nicht zu sehen und sich die Bilder in den Kopf zu holen, sondern zwei Dinge zu hören und sich eigene Bilder zu machen, die ja gar nicht so schrecklich in Anführungsstrichen sein müssen, wie das, was ich sehe. Das ist das Eigene, was ich mir kreiere. Ja, genau. Ja, und wir holen ja dann auch oft noch andere Bilder uns ran aus völlig anderen Zusammenhängen, die damit gar nichts mal unbedingt zu tun haben und machen es damit oft noch schlimmer. Also da nehme ich mich nicht aus. Ich merke immer wieder, wenn ich das mal mache, dann Mindfuck vom Feinsten geht dann los. Jetzt bin ich zum Glück durch das Meditieren, was ich mache täglich, sehr darin trainiert, meinen Fokus umzulenken. Aber selbst ich kann mich davon nicht frei machen. Und da hilft es mir einfach. Genau, mir hilft es einfach auch, da wirklich Ordnung ein Stück weit in mein Leben zu bringen, durch Routinen und durch das bewusste Konsumieren von schönen Dingen, von schönen Gesprächen, von guter Literatur, auch ein Stück weit von gutem Essen und Gutes für meinen Körper tun und all solche Dinge. Gutes Essen, ganz bewusst. Ganz wichtig. Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Ja, auch vielleicht jetzt mal Dinge anders zu machen. Ich habe gestern zum ersten Mal seit, ich glaube schon immer, mir selber einen Kuchen gebacken. Sonst backe ich, wenn irgendwas bei mir oder sowas ist, ne? Und dann hat irgendwer was von Zitronenkuchen erzählt. Dann habe ich gedacht, boah, ich backe mir jetzt einen Zitronenkuchen. Ich habe mir selber einen Kuchen gebacken. Also auch bewusst jetzt vielleicht mal Dinge anders machen. Ich könnte mich kaputt lachen. Ich glaube, ich weiß, wen du gesehen hast, weil ich hatte diesen Impuls auch. Meine Tochter hat aber gestern ein Bananenbrot gebacken und deswegen habe ich gedacht, es ging um vegane Lemon Cheesecakes, glaube ich. Nein, in dem Fall nicht. Nee? Achso, okay. Aber das habe ich auch gesehen und ich hatte den gleichen Impuls, ich backe jetzt, weil ich finde, Backen ist sowas Unglaubliches, Kreatives, was Bodenständiges, was mich erdet, was so... Keine Ahnung, ist auch so aus meiner Kindheit, glaube ich, ein Stück weit. Wo gebacken wird, da ist die Welt ein Stück weit in Ordnung. Das mag sich naiv anhören, aber im Augenblick geht es ja darum, sich in einen guten Zustand zu bringen. Und wie gesagt, ich habe es gestern nicht gemacht, weil meine Tochter hat ein Bananenbrot gebacken. Das war sehr, sehr lecker. Und das sind so Dinge, denke ich auch, das schafft ja auch ein Stück weit Ordnung. Ne? Ordnung in seine eigene kleine Welt, deine eigene Komfortzone zu ordnen. Und wenn da Backen dazugehört, ja, herzlich willkommen und viel Spaß dabei, würde ich sagen. Genau. Wie du gerade gesagt hast, ne, das versetzt sich so in die Kindheit zurück. Vielleicht auch bewusst solche Dinge tun. Und manchmal muss ich gar nicht so kreativ sein, immer irgendwas Neues erfinden. Sowas wie das gute alte Mensch ärger dich nicht oder sowas. Ne? Vielleicht auch spielen. Also solche Dinge, die wir von früher vielleicht kennen. Das gibt auch ein Stück weit Sicherheit. Und ja, stimmt. Und Ordnung. Einfach von früher vielleicht mal machen. Das ist ein schöner Tipp. Einfach mal zurückgucken und überlegen, was habe ich denn früher gerne gemacht, was hat mir gut getan. Genau, sehr schön. Wir puzzeln hier im Augenblick zu Hause ganz viel. Das ist ja auch schön. Also da hat man erst das Chaos auf dem Tisch liegen und Stück für Stück, und vielleicht ist das auch nochmal ein richtiger Hinweis, so hatten wir vorhin ja schon, dieses Stück für Stück schaffen. Es geht nicht quick und dirty, aber es geht Stück für Stück. Genau, Stück für Stück. Das wie die mit den Routinen, ne, die man für sich ja auch üben muss. Jeder für sich üben, bis die so ins Leben kommen. Auch so dieses Aufräumen und Ordnung macht, oh, keine Lust, und kommst du nach der Arbeit nach Hause und musst du auch noch aufräumen, ne, so im normalen Alltag. Ich immer sage, Eieruhr stellen, 5 Minuten, die gehen immer. Gar nicht erst hinsetzen, sondern 5 Minuten machen und denken, hey, die sind mal schnell vorbeigegangen. Und dann vielleicht noch 5 Minuten machen. Ne? Sich so diese Routinen ins Leben holen und Dinge vielleicht dann auch jeden Tag immer wieder tun. Das ist auch ein ganz schöner Tipp mit den 5 Minuten. Also das finde ich richtig gut. Ich kenne das von mir, nämlich wenn ich erstmal angefangen habe,
dann muss ich ja nicht mehr, dann muss ich nicht mehr drüber nachdenken, ob ich noch 5 Minuten oder noch 5 Minuten oder noch 5 Minuten mache. Und manchmal ist es ja auch okay, nur 5 Minuten gemacht zu haben, weil es ist ja schon mal mehr als nicht. Aber so eine Vereinbarung mit sich selber zu treffen, komm, 5 Minuten, das geht. Das sind so 2 Lieder im Radio, fast 2 Lieder im Radio. Ja. Und einfach sagen, komm, das mache ich jetzt mal. Und wie oft hätte ich denn Dinge schon getan, wenn ich mal aufhören würde, darüber nachzudenken? Oh, welche Dinge. Ja, deswegen, machen. Ne? Weißt ja, fuck einfach machen. Genau, fuck einfach machen. In dem Fall werden sie doch schon lange erledigt. Und so in 5 Minuten, da gehen so ganz einfache Sachen wie alle Oberflächen leer räumen, Oberfläche in der Küche oder auf irgendeinem Sideboard im Wohnzimmer oder so, den Esstisch abräumen. So dieses, das sind echt so 5-Minuten-Aufgaben. Mhm. Ja, auch oft von Dingen ablenken. Das ist so wie das Puzzle, ne? Wo ich einfach nur dabei bin und nur puzzle. Und ich habe das so, wenn ich in meinem Balkon Blumen poole. Also ich habe 2 Balkons, einen vorne, einen hinten. Ich könnte da Stunden drin poolen. Dann bin ich nur damit beschäftigt. Und das ist auch bei vielen Aufräumdingen so. Wenn ich einfach mich damit beschäftige und das bewusst wahrnehme, Achtsamkeit, darauf konzentriere, dann sind die Gedanken zu anderen Dingen einfach weg. Und ich habe nur damit zu tun, ist das auch eine Form von Entspannung. Ja. Das ist ja vielleicht wirklich in diesen Tagen auch richtig gut, ne? Auch in Achtsamkeit und sagen, okay, ich mache jetzt meine Balkonblumen oder ich räume mal so eine Kramschublade in der Küche, hat ja auch jeder. Ja, ich räume die mal auf und beschäftige mich damit. Und dann kann ich gar nicht mehr über all das andere, was mir vielleicht Sorgen gerade macht, nachdenken. Weil wir können immer nur über eine Sache nachdenken. Das, ne? Nullen und Einsen. Ja, genau. Das ist auch ein schöner, guck mal, haben wir doch einen Quick- und Dirty-Tipp quasi gefunden. Liebe. Die Zeit, wo ich genau mal darüber nachdenken kann, was kann ich denn zu Hause noch machen und tun, ne? Je schöner das Umfeld ist, umso wohler wir uns zu Hause fühlen, umso besser geht es uns auch mit dem da draußen. Das ist auch so eine Form von mich selber stärken, ne? Die Dinge vielleicht jetzt angehen, die ich schon lange mal machen wollte. Jetzt haben wir mehr Zeit, mehr Ruhe für diese Dinge. Wenn es dann abends ist, wenn die Kinder im Bett sind, aber so Dinge endlich mal zu erledigen. So, definitiv. Ruhe und Entspannung und dann dieses Gefühl hinterher zu haben, das endlich erledigt zu haben, was ich so lange vor mir hergeschoben habe, das ist ja großartig. Das ist ein großartiges Gefühl, das stärkt. Mhm. Ja, ist auch nochmal ein schöner Hinweis, denn es ist ja im Augenblick so, wie es ist und ich denke, das Annehmen der Situation ist auch ein ganz wichtiger Schritt in dem Prozess, wie es einem damit geht. Ne? Also man kann darüber rumjammern und es total doof finden. Also darf man auch, finde ich, ein Stück weit. Darf man auch mal durchmachen. Aber um sich daraus wieder den Schwung zu nehmen und wieder hochzuholen, zu sagen, ich entscheide mich, aber so will ich das aber nicht haben. Und ich will jetzt mal Energie. Genau. Das kann ich und dann wieder dahin zu gehen, wo man was beeinflussen kann. Also nur mit jammern und es doof finden, passiert, glaube ich, ziemlich wenig bis gar nichts. Genau. Aber dann den Bereich anzupacken, den man beeinflussen kann, wo man ja auch ein Stück weit Kontrolle draus hat, über die Küchenschublade, über den Kleiderschrank, was auch immer, die Gedanken im Kopf, da anzufangen. Und das stärkt ja auch und gibt Energie. Sehr, sehr schön. Das strahlt dann auch aus. Da bin ich bei dem Bild, was ich jetzt in den letzten Tagen oft gesehen habe, dieses Streichholz, ne? Die stehen Streichhölzchen und ich bin das, was brennt und was dann ausstrahlt, ne? Ja, genau. Mhm. Das ist ein schönes Bild. Das mag ich auch, dass man sich da auch rausnehmen kann dann, ne? Genau. Und sich nach unten rauszieht. Also eine Streichholz ist, glaube ich, nach unten weggezogen in dem Bild. Mhm. Ach ja, sehr schön, liebe Ursula. Ich danke dir. Ich kann an der Stelle auch von Herzen deinen Podcast empfehlen. Da hast du ja auch ein paar Quickies mit drin, fällt mir gerade ein wieder. Genau, sich in ein paar Minuten um einen Bereich zu kümmern. Mhm. Ja, guck mal, da haben wir das doch dann auch schon. Sehr, sehr schön. Also den kann ich von Herzen empfehlen, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ja, stimmt, Ordnung schaffen, das könnte mir auch ein Stück weit Sicherheit geben oder einfach erzeugen, dass ich mich gut fühle. Hör unbedingt bei Ursula im Podcast rein. Ursula, der heißt? Der Ordnungspodcast, ganz einfach. Genau, der Ordnungspodcast mit der lieben Ursula Kittner. Hör da mal rein. Auf jeden Fall. Ursula, hast du sonst noch irgendwas, was du vielleicht jetzt empfehlen möchtest? Ich mag meine Facebook-Gruppe empfehlen. Die heißt Ordnung im Alltag, einfach aufgeräumt leben. Denn so soll es auch sein tatsächlich. Und da läuft seit letzten Freitag eine 21-Tage-Frühjahrsordnungs-Challenge mit genau eben diesen kleinen Impulsen, die jeden Tag 5 bis 10 Minuten dauern dürfen. Ach, klasse. Die kommt ja genau richtig. Genau. Als wenn du es geahnt hättest alles. Genau. Sehr schön. Ja, dann lade ich dich, wenn du hier zuhörst, einfach ein. Hüpf da mal rüber zu Ursula.
Ich bin da auch, auf jeden Fall. Und ich nutze nämlich im Amik auch die Chance, möchte ich echt sagen, die Chance, noch mehr Ordnung in mein Leben zu bringen, weil mir gibt es einfach unglaublich viel Sicherheit. Und ich merke im Umkehrschluss immer, wenn ich so ein bisschen durch bin, würde ich es jetzt mal nennen, das passiert mir nämlich auch, dann hilft es mir in der Tat, im Außen Ordnung zu schaffen, um dann ja die Tür aufzumachen zu meinem Inneren. Und das zieht es automatisch hinterher. Also ich kann das nur bestätigen, alles, was du erzählt hast, liebe Ursula. Das funktioniert wirklich. Ja. Und ich möchte dich als Zuhörer wirklich einladen. Und ich hoffe, es hat dich inspiriert, unser Gespräch. Dass du so ein bisschen mehr Ordnung wieder in dein Leben reinkommst, damit du in einer guten Energie bleibst, weil es ist so wichtig im Augenblick, in einer guten Energie zu sein. Es ist wichtig für dich, für deine Gesundheit, für deine Familie, für dein Umfeld und für uns alle. Und deswegen mache ich mal den Aufruf, ne? Bringt Ordnung in euer Leben. Genau. Und Ursula weiß, wie es geht. Und genau. Also, meine Liebe, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ganz großartig. Ich freue mich. Es hat mir persönlich sehr gut getan, das Gespräch mit dir. Ich habe es ja am Anfang gesagt, deine Lebensfreude, die schwappt einfach so rüber. Und genau. Ich bedanke mich auch bei dir, dass du jetzt so lange zugehört hast. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir konnten dir ein paar Impulse mitgeben. Wenn du Ideen hast oder uns verraten machst, wie du das machst mit der Ordnung in deinem Leben, schreib mir gerne. Du kannst es auch unter den entsprechenden Post, der bei Instagram zu dieser Podcast-Folge kommt, einfach drunter posten oder bei Facebook oder wo auch immer du etwas zu dieser Podcast-Folge siehst. Teil dein Wissen gerne mit uns, denn das hilft mir und vielleicht auch Ursula und auf jeden Fall allen anderen. Genau. Ursula, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Es war einfach sehr schön mit dir und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Dankeschön. Ne? Also, und noch hinten dran für dich, wenn du zuhörst, wenn du keine weitere Podcast-Folge verpassen willst, trag dich in mein Blog-Abo ein. Dann wirst du immer informiert, wenn es eine neue Folge gab und zwar ausschließlich nur über Podcast-Folgen. Sonst bekommst du bei dem Podcast-Abo nichts anderes von mir. Also in diesem Sinne, von Herzen, Dankeschön, dass du dabei warst. Bleib gesund und bis bald. Alles Liebe, deine Kerstin. Tschüss.